Mein Name ist Reinhard Prestonik und ich möchte euch meine gratis Online-Perle Schuldbuchomat vorstellen. Bei meinen regelmäßigen Recherchen nach sehr guten Gratis-Online-Angeboten bin ich auf die Webseite von Schulbuchomat gestoßen. Dort findet man das erste Schulbuch für das Fach Biologie. Der Biologielehrer Heiko ist seit Jahren unzufrieden mit statischen Schulbüchern. Sie sind nicht aktuell und auch der Medienfuzzi Hans ist davon überzeugt, dass es eine modernere Form von Schulbüchern geben muss. Und so starten sie den Versuch, gemeinsam ein Biologie-Schulbuch mit zahlreichen Mithelferinnen und Mithelfer im Netz zu erstellen. Das Biologiebuch ist unter Mitarbeit von Lehrenden und Schülerinnen und Schüler online mit dem von der FH Lübeck entwickelten Werkzeug Loop entwickelt worden. Das deutsche Goethe-Institut spricht bereits von einem Wikipedia für Lehrerinnen und Lehrer. Werfen wir einen Blick in die Online-Version. Neben Text- und Bildinformation können hier auch interaktive Medien direkt integriert werden, wie beispielsweise eine Pressepräsentation oder ein YouTube-Video oder von Learning Apps eine interaktive Übung, die direkt online ausgeführt werden kann. Und ich kann sofort überprüfen, ob die Lösung richtig ist. Das Biologiebuch kann man auch herunterladen, entweder im PDF-Format oder im E-Book-Format. Bei der Version für das iPad gibt es als Zusatzfeature die Möglichkeit, Lernkarten zu erstellen. Man markiert einen beliebigen Text, schreibt ein Stichwort dazu und kann dann anschließend über den Aufruf der Lernkarten hier mit Hilfe von Lernkarten sich den Stoff noch einmal anschauen und wiederholen. Das Werkzeug Loop ist eine Autorensoftware für akademischen E-Learning-Content. Loop ist Open Source und basiert auf der bewährten Technologie von MediaWiki, die auch von Wikipedia benutzt wird. Loop wurde dann erweitert, um akademischen Content ergonomisch und didaktisch sinnvoll darzustellen. Ein E-Mail oder ein Telefonat genügt, um einen Loop für sein Projekt von der FH Lübeck zur Verfügung gestellt zu bekommen. So hat die BH Steiermark in einem Loop gemeinsam mit Studierenden Seiten über das Arbeiten mit Learning Apps erstellt und der Internetgemeinde als OER zur Verfügung gestellt. Ausgehend von der Initiative zur Erstellung von OER-Schulbüchern machen immer mehr Schülerinnen, Studentinnen, Lehrerinnen und Lehrer mit, um hier stets aktuelle OER-Schulbücher der Internetgemeinde gratis zur Verfügung zu stellen.